Hallo und willkommen zurück hier auf Volkers Gaming Blog. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem letzten Artefakt. Ich bin ein wenig verwirrt, weil ich nicht mehr weiß, wo wir noch was vergessen haben könnten. Das Einzige, was mich verwirrt ist, dass hier in dem Raum links auf der Karte noch so ein bisschen was gezeigt wurde. So, jetzt da drauf. Hier runter, da hoch. Da hoch. Aber da ist doch nichts. Ist auch kein Riss in der Wand, ich meine. Da müssen wir uns nochmal die Karte angucken. Also, hilft ja alles nichts. Geronimo. Ja, da war der Diastein, ne? So. Aber es sind 4 Punkte auf der Karte gewesen. 1, 2. Warte mal, hoch, hoch, rechts, rechts. Oder hoch, ne? Mhm. Aber ich dachte, der andere grüne Stein wäre hier weg. Da hoch, rechts. So, dann hier hoch, rechts. Oder ist so rechts gar kein Ausgang, oder? Ach so, warte mal. Okay, dann hier weiter noch. Da war das Artefakt und dann hier hoch rechts. So, ne? Ah, guck mal. Entschuldigen Sie bitte. Achtung, hinter dir! Mario! Oh, hat's gut geklappt. Falsch Partnerin dabei. Kabams. Oh. Boah. Die sausen so schnell nach vorne. So, mal kurz wieder aufgefrischt. Mario soll sich auch gar nicht bewegen. Und weg mit euch, Mann. So, dann haben wir die Chomps auch besiegt. Holen uns den Dreieckstein. Jetzt habe ich natürlich vergessen, es ist zu kriegen. Wo welcher Stein reinkommt. Auf jeden Fall muss einer links oben und einer nach rechts gucken. Links oben rechts, links oben rechts, links oben rechts.
Wo war der Typ? Da. Dreieck nach links. Und hier oben Mitte und okay. Also, hier kommt der Mond rein. Hier kommt der Dia rein. Da kommt der Pyrastein rein. Aber was mit links oben rechts? Links oben rechts? Das verwirrt mich. Oder ist es nur so? Nee, kann ich noch nicht drehen, oder? Oh, die Musik hat sich geändert. Es gibt schon einen Herzblock. Wie gut, dass ich Nobelstar gerade eingesetzt habe. Spannung wächst ins Unermessliche. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Narretei. Verschwinde sofort. Nö. Wollen wir nicht. Wir sollten uns besser auf einen Kampf vorbereiten. Ja. Alles cool. Wir sind voll geheilt und. Oha. Bleh. Wir haben eine Mütze. Eine fliegende. Oh, und Papierschnipsel. Die durch die Luft fliegen. Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert. Hast du denn nicht genug aufverstanden, mich zu fürchten, davon zu laufen? Was ist los mit dir? Leg dich nicht mit Tutankhupa, den getreuen Diener von König Bowser, an. Ups, ich meine, du sollst es bereuen. Okay. Das sehen wir. Wir sehen einen Koopa mit komischen Kopfbedeckung, mit einem beißenden Kettenhund und einen Haufen Käfer da oben. Das ist Tutankhupa. Er ist einer von Bowsers Schergen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewachen. Ich hörte, er leidet an einer Art Pharao-Komplex. Maximale KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er greift an, indem er Panzer von dort oben herabwirft. Versuche in Abwehrhaltung zu gehen, wenn er Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft der Schoms zur Hilfe. Sie sind ihm treu ergeben. Diese Schoms verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überlege dir genau, wen du zuerst angreifst. Tutankhupa oder Schoms? Ja, schön. Komm, Schoms, fass! Beiß den Einringling! Ein richtiger Schomp. Der kann wahrscheinlich ein bisschen mehr als die anderen Kollegen. Das ist ein Schomp. Ich bin mir sicher, du hast schon mal von Schomps gehört. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Boah. Sie bestehen aus einem so harten Material, dass die meisten deiner Angriffe sie nicht mehr kratzen. Ich hörte auch ein Gerücht, dass die Schomps ein wenig sauer auf Tutankhupa sind. Weil er sie so schimpfen. Schuften lässt. Da kommen wir ja. Kommt ja nur Bombette oder Parakeri vorbei dann. Parakeri kann wenigstens auch oben angreifen. Aua. Immerhin, das aber schon mal abgewehrt. So, wir kommen uns erstmal um den Kollegen hier. Was? Wie daneben? Was war das jetzt für eine Aktion? Ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune.
Was? Oh, das läuft ja hier richtig Sahne. Scheiße. Der Typ muss weg! Aber ein Punkt Schaden bringt ja auch wieder nichts. Das ist ja. Kann ich ja rein. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße so. Dem auf den Latz. So. Oh, geht doch. Dem geht gleich Munition aus. Aha. Ich meine, solange einer da ist, kann er keinen neuen holen, ne? Glaube ich. Aua. So, Steine, Achtung. Haha! Der Trottel ist selbst getroffen. Was, ein Idiot! Jetzt die Frage, greift der Trump jetzt vielleicht den an? Was ist passiert? Nein? Okay. Autsch! Was machst du? Das tut weh! Ich bin der König der Wüste, du bist sehr unhöflich! Nimm dies! Okay, vielleicht hätten wir den Chomp schon besiegen müssen? Vielleicht beim nächsten. So, Treffer. Uiuiuiuiui. So, jetzt mal gucken, was passiert mit dem Sieg. Nö, dann ist der einfach nur weg. Blöd. Bario einsetzen. Und dann habe ich den Partner abgehört. Da holt es wahrscheinlich gleich die nächste. Den nächsten Chomp aus der Tasche, aber was soll ich machen? Och, komm doch, es ist doch so lächerlich. Das ist aber ganz schön tricky mit den Steinen, die da runterfallen, ey. Meine. Na gut, ich meine, er hat es gleich hinter sich. Ja, Trump. Ja, den machen wir jetzt mal ein bisschen schneller platt. Ich würde zu gern wissen, wie man die Chance umdrehen kann. Aber mir ist es doch schon möglich. Sonst der Kumbari, du hast ja so nicht gesagt. Mensch. Nein, noch nicht die Verteidigung. Man soll sich die Sternpunkte erhöhen. Macht. Nein, noch nicht jetzt. Oh Mann. Der sollte doch den Chomp besiegen.
Ja. Das ist so lächerlich. Dieser Kampf könnte schon dreimal vorbei sein, verdammt. Och, mein Partner ist jetzt nur noch am Schlafen, oder was? Unglaublich. Schon 4 Runden außer Gefecht, das ist so ein Ding. Ey, Leute, was passiert gerade? Kann ich den Partner wechseln? Nein, natürlich nicht. Okay, auf Gumgarius Hilfe, glaube ich, müssen wir nicht bezählen. Das, ich drück, ich kann passiert. Scheißegal. Gerade will nichts mehr klappen. Jetzt ist er. So, jetzt ist Feierabend. Geht schön auf den Kopf mit dem Hammer. Zack. Feierabend hier. Das war jetzt ein bisschen blöd mit dem Partner. So, kann. Ah. Das wäre so schön gewesen. Das wäre ein Level Up gewesen. Nein! Komm her, Chumpi! Wow, was machst du? Aua, Hilfe! Ja, und so bekommen wir die zweite Sternenkarte und haben den zweiten der hohen Sterne befreit. Die gute. Mama ist wieder befreit. Und Kapitel 2 ist abgeschlossen. So förderten Mario und seine Freundin das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhupa, der böse Zauberer, hatte seinen Meister gefunden und die edle Mama wurde befreit. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Speichern und weiter. Auch wieder ein Intermezzo. Hallo! Wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin in ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die es jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ja ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhupa geschlagen. Gut, sie waren absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tubba Blubba stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit! Wir haben ein Problem. Was ist los, Kami Koopa? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Was? Der Stern ist aus Tomablobas Schloss gekommen? König Bowser!
Bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Richte mir die Einzelheiten woanders. Twink, hast du was gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tubba-Blubba-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tubba-Blubba herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Ja, und was Peach noch so weiter in Erfahrung bringt und was es mit Tubba Blubba und seinem Schloss und überhaupt zu tun hat, all das erfahrt ihr leider erst morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.